In dieser Folge von Goldbadli. Mit dem einkehrenden Frühling startet auch die neue Goldwaschsaison in der Schweiz. Zusammen mit Freunden macht sich Goldbadli auf ins Napfgebiet. Es werden zwei Rinnen mit Material befüllt, um das Konzentrat am Schluss mit Hilfe der Spirale von Gold Magic auszuwaschen. Ob sich die Arbeit im Bach wohl lohnen wird, findet es am Ende der Folge heraus. So, endlich ist unsere Winterpause vorbei. Die haben wir im guten Willen auch den Fisch zu lieb eingehalten. Endlich sind wir wieder am Bach. Und zwar ist heute dabei der Jérôme, einer von meinen ältesten Kollegen. Seit etwa drei, würde ich sagen, kennen wir uns. Ist da fleissig in die Kurve. Dort hinten ist der Manni. Hat auch schon etwas gefunden. Ah ja, und das Wetter ist ein Traum. Es fehlt nur noch das Gold. Das Schaufeln im Napfgebiet, erst recht auf einer Kiesbank, gestaltet sich eher leicht. Für ein gemeinsames Bier zwischen Freunden bleibt also genug Zeit. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, Goldbartli Pulli, hä? Ja, Goldbartli Prospecting und hinten drauf mit der Pfanne und dem Pipetteli. Ja, wenn ihr so einen wollt, könnt ihr mir gerne anschreiben. Ich verrechne euch natürlich ausser die Herstellungskosten nichts. Wäre doch noch lustig. Wir sind jetzt hier noch auf dem Endspurt. Sind mit der Pumpe noch ein bisschen Grundgestein am Absaugen. Das Zeug kommt jetzt nach alles in unser Kübeli. Und dann gehen wir zum Cleanout mit unserer Spirale. Wir sind mega gespannt. Das Sonnenli ist auch noch vorgekommen. Wunderbar. Es lädt eigentlich ein, um noch ein bisschen weiterzumachen. Aber irgendwann ist dann auch mal gut, nicht wahr? Also, wir sehen uns gleich. Nach stundenlangem Schaufeln machen sich die Goldgräber auf den Rückweg zum Bauernhof Bad Hus, um den Clean-Out zu machen. Während sich das schwere Konzentrat in der Mitte sammelt, fällt das Leichte unten raus.
So, das Gold ist im Gläschen. Wunderbar. Wir sind ganz zufrieden. Doch, doch, ist gut. Ja, das wäre es für heute auch schon wieder gewesen. Danke an das Gewinnspiel, das wir verlosen, sobald wir die 500 Abonnenten erreicht haben. He? In der schönen Rinne zu gehen und Gucci. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sind. Wäre von Vorteil, Abo dalassen, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns das nächste Mal. Schön, dass ihr dabei seid. Ciao zusammen. Abschlusswort?